waren jetzt noch auf der Seite von der Datenerfassung. Wir haben über Signale gesprochen, wir haben über Auftragsdaten, über die Verbindung nach oben gesprochen und ganz kurz auch über das Herz des Systems. Schauen wir uns mal hier an, was wir vorgedacht haben. Und zwar Terminals plus die dazugehörigen Reports. Und hier im ersten Fall reden wir mal mit Maschine, mit Maschinenanbindung. Das heißt, wir haben hier ein Starter-Kit, heißt, nur die Maschinensignale kommen hoch. Und ich habe ein einfaches Terminal, bei dem ich sagen kann, warum lief die Maschine. Ich schaue mir das mal ganz kurz an, wie so ein Terminal aussehen kann. Wir sehen, ich kann die Maschine auswählen. Ich habe hier den Zeitstrahl, was mit dieser Maschine bisher wirklich passiert ist, und zwar auf die Sekunde. Wir haben hier den gleichen Zeitstrahl, nur untereinander. Und wenn ich jetzt als Werker feststelle, hier ist ein unbegründeter Stillstand, wähle ich ihn an, gebe den Grund dahinter ein und habe jetzt meine präzisen Daten für eine Auswertung im Nachgang. Weil genau diese Stillstände brauche ich ja mit ihren präzisen Längen. Das ist unser Best Practice 1. Wir sehen auch hier zwei weitere Begriffe, Starter-Kit oder Testversion. Das heißt wirklich Testversionen einmal ausprobieren. Wir kopieren eine Instanz, Sie bekommen drei Links und können einfach mal für 2-3 Wochen ausprobieren, wie funktioniert das, wie sehen die Reports aus, wie sieht so ein Terminal aus. Im Starter-Kit unterstützen wir mit 3 Maschinen, mit einem Workshop vor Ort, um Schichten anzulegen, Stillstandsgründe anzulegen und die ganzen Reports für 3 Monate wirklich mal durchzufahren. Mit Verbesserungsworkshop hinterher, was mache ich denn mit den Daten? Wie gehen die Werker damit um? Wie hole ich Personen ab? Um dann intern wirklich meine Verbesserungen umzusetzen. Schauen wir uns mal den nächsten Bereich an. Wir sehen Betriebsdaten, das heißt, ich brauche jetzt im Terminal auch meine Aufträge. Nachdem wir jetzt hier oben mal die Funktionen haben, wir haben eine Maschine, noch keine Aufträge, jetzt mit Auftragsbezug und im dritten Fall auch mit Personal. Das heißt, ein Werker meldet sich an, er meldet sich ab und wir können hinterher auch die Zeiten, die Personalzeiten erfassen und zusammenrechnen. Stellen wir uns vor, was passiert, wenn wir keine Maschine haben. Wie sieht es dann aus? Dafür haben wir, was wir nennen, Best Practice 4. Und Best Practice 5. Das heißt, das Terminal enthält jetzt auch die Stillstandsgründe, dass der Werker sagen kann, ich kann arbeiten. In Progress. Ich habe den Betriebszustand durch einen Tastendruck erzeugt. Er steht da, montiert, hat ein Problem mit der Qualität. Ein Tastendruck auf das Terminal, ich kann nicht arbeiten, weil die Qualität nicht stimmt. Er bekommt Unterstützung, man löst das Problem, er kann weiterarbeiten, drückt wieder einen Button und somit haben wir die komplette Zeitleiste, ganz präzise, nicht von der Maschine, aber wir haben die Zeitleiste durch die Eingabe des Werkers. Das Gleiche haben wir auch hier logischerweise im Best Practice 5, aber wir sehen noch mit Personenbezug, also die Person meldet sich am Terminal an. Das sind die Best Practices komplett vorgedacht. Und was ist der eigentliche Vorteil? Es ist sehr, sehr einfach und sehr schnell implementierbar.